Einen wunderschönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paint the Town Red im Club Beatdown. Wieder einmal ein Club. Angeblich soll es hier City of Huntsman oder Boris Huntsman heißen. Hi. Ich leih mir das mal aus, ja. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um hier, bevor wir jetzt einfach hier reingehen, random. Okay. Ah ja. Das scheint wohl eine Art Polizeistation darzustellen. Was ist das? Oh. Ey, Kumpels. Ey. Ich leih mir das mal aus, ja? Okay, hier gibt's auch ein paar Waffen. Ich leih mir das mal, ne? Kriegst gleich wieder. So. Was ist das hier? Okay, gut, ja. Tja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ich würde sagen hier, weil hier sind die wenigsten. Im Club ist bestimmt wesentlich mehr los. Shit. Uah! Kommt die denn auf einmal her? Steht noch einer auf? Ja. Sonst irgendwer? Da kommt einer angerannt. Ein großer Onkel. Oh. Du wurdest angeschossen, Mann! Au. Hat er nicht auch eine Waffe bei sich gehabt, eigentlich? Da kommt einer angeschlichen. Okay. Was geht hier ab? Okay. Nicht ganz so viel, Gott sei Dank. Dann wird einer die Kippe auf den Boden geschmissen. Ich glaube, jawohl. Uah. Große Polizistenonkel. Mit dem Messer. Also, ich glaube, jawohl. Hui. Das kann ja wohl nicht angehen, junger Mann. Oh. Junge. Mal hier noch ein bisschen umschauen. Uah. Bleibst du wohl mit deinem Apfel weg? Nein. Geh weg. Gehst weg. Haut ihr ab. Lasst ihr mich in Ruhe. Voll an mir vorbeigerannt, zum Glück. Ah, einen bin ich schon mal losgeworden. Ui. Es kommen ja immer mehr. Was soll denn das? Au. Warum sind die so gut? Das finde ich aber jetzt nicht gut. Der Brand! Ja, Feuer! Hier! Kommt hierher! Ja! Alle brennen! Geil! Ich muss sie alle durchs Feuer locken irgendwie. Am besten gleich nochmal. Kommt hierher! Durchs Feuer rennen! Ihr Deppen! Ja, einer brennt. Zumindest schon mal einer. Das ist schon mal gut. Es könnte vielleicht dafür ein bisschen länger dauern, aber immerhin, ne? Könnte aber effektiv werden. Der nächste brennt. Muss einfach mal warten. Ja, bis sie brennen. Das ist gar nicht mehr so dumm.
Huhuhuhu. Immer schön durchs Feuer rennen, liebe Kinder. Uah. Ja. Funktioniert. Ihr rennt. Die rennen einfach nicht durchs Feuer. Aha, der brennt. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Lasst euch ruhig Zeit. Ja, er brennt wieder. Sehr schön. Ich muss einfach nur einen Abstand halten, dass die nicht an mich drankommen. Er kriegt erstmal Elektroschocks verpasst. Ist auch gut. Kann er ruhig machen. Immer schön durchs Feuer. Durchs Feuer, habe ich gesagt. Ihr sollt durchs Feuer. Ja. Ein großer bin ich schon mal losgeworden. So, Abstand. Genau. Jetzt wieder zurückrennen. Und einfach warten. Diesmal rennt er aber durch, oder? Wieso rennt er denn nicht durch? Kommst du, haust du wohl ab mit deinem Elektroschocker, du? Ich glaube wohl. Ich glaube, weil hier zu viele Leichen schon liegen, dass die automatisch außen rum gehen statt durch. Das könnte durchaus sein. Vielleicht finde ich ja da drinnen irgendeine Waffe. Ein Versuch ist es wert. Daneben? No! Mist. Rennt doch bitte durchs Feuer! Ja! Genau, am besten nochmal. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und mal eben schauen. Haben wir zufällig noch eine Waffe? Ja. Wir haben zufällig noch eine Waffe. Das ist sehr schön. Hey, wieso treffe ich denn nicht? Der kann uns mal liegen bleiben. Hä? Ich verstehe das bei dem Typen nicht. Echt nicht. Kann ich die ein bisschen klein hackseln? Dass sie wieder durchlaufen können? Woo! Oder so. So geht's natürlich auch. Herr Brand! Ruf die Feuerwehr! Komm schon. Großer. Also fällt schon ständig um, aber irgendwie will er sich dennoch nicht aufhalten lassen. Hihi. So, der ist jetzt auch weg. Ah, das bei ihm mit dem Schild, das kapiere ich immer noch nicht. Ja, so geht's natürlich auch, wenn ich es immer wieder kriege, ne? Ah, jetzt ist es kaputt. Sehr gut. Jetzt nimm doch irgend so ein Kack. Das gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Also manchmal nervt mich das wirklich tierisch. Dass der einfach zu blöd ist, um irgendwas aufzuheben. Mein Gott. Man muss ja wirklich auf den Millimeter genau hingucken, bevor man auf die Idee kommt, mal was aufzuheben. Geh's weg. Aus ab. Huhu.
So grundsätzlich dann, wenn es drauf ankommt, dann macht das nicht. Ist schon echt manchmal wirklich nervig. Ey, mögt ihr Grillpartys? Guckt mal hier. Hoffentlich sind die auch so blöde, laufen durch. Ich müsste die aber auch natürlich auch rüberlocken, ne? Kommt her. Kommt bei Fuß. Ja, hallo, guck mal. Nicht, dass ich selber brenne. Na, oh doch, er brennt. Gott sei Dank. Er brennt. Zwei brennen. Oh, burning on fire. Alter, ist der schnell. Leck mich doch. Am Glas. Brenne. Brennt alle. Der hält aber viel aus, hä, der Typ. Komm schon, brenne. Nochmal für mich. Nein. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Ist aber doch irgendwo schon so ein bisschen entspannender, einfach hier rumzurennen und zu warten, bis die durchs Feuer laufen. Und manchmal machen die so großen Bogen drum, dass die dann gar nicht erst an das Feuer drankommen. Alter, sag mal, wie oft kann denn der Typ rennen? Das ist doch nicht mal normal. So, jetzt sind sie alle näher dran. Sind denn nur noch die drei? Oh, es ist nur noch einer. So geht's natürlich auch. Komm schon, den schaffen wir doch, oder? Ho! Das ging ja fix. Oh, das war ja mal aufregend. Ne, nicht Replay. Return. Vielleicht schaffen wir ja noch was Schnelles hinten dran zu hängen. Was Fixes. Weil, 12 Minuten sind da doch ein bisschen. Nehmen wir mal Small Bar. Ne? 12 Minuten ist da doch ein bisschen sehr kurz. So sehr möchte ich es nun doch nicht in die Kürze ziehen. Kann man hier irgendwo rein? Disco Klo! Disco Klo! Jawohl! Naja, wenn es euch schäm macht. Ne? Ne, gut. Hast du hier was Feines für mich? Ne, ne? Ja, gut, dann, wenn das so ist. Du hast nix. Alter, das gibt's doch nicht. Hauen die auch noch ab? Gibt's denn sowas? Der kann fliegen. Uiuiui. Nicht hauen. Nicht hauen. Uah. Ist aber nicht nett. Nicht hauen. Haut ihr ab. Macht euch vom Acker. Oh, das gibt's doch nicht. Ich brauch den Schinken. Der Schink muss es regeln. Echt? Komm, steh auf. So, jetzt aber. Ist hier irgendwas Geiles drin? Nee. Ist hier irgendwas Geiles drin? Wenn das so bewacht wo. Oh. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Au! Muss doch nicht gleich so handgreiflich werden, Junge. Huh! Ich hasse so kleine Räume. Ich mag das nicht. Mag ich wirklich nicht. Nein, mag ich nicht. Die drei werden ja wohl noch machbar sein. Hoffe ich doch. Warum nimmt er wieder nichts? Weil er zu doof ist. Hui. Hihi. Ah. Ach, da liegt ein Messer. Ich kann die ganze Zeit das Messer nehmen. Ih, der zuckt. Der zuckt so widerlich. Warum zuckt er so?
Kann die nicht mal anders lösen? Hui. Der hält natürlich ein bisschen mehr aus, glaube ich. Oh, vielleicht auch nicht. Na gut, das passt ja genau, ne? Von der Zeit her passt das ja genau rein. Auch wenn es jetzt nur 15 Minuten sind, aber ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch in der Folge 16 gesagt, wieso, weshalb, warum es sein könnte, dass ein paar Folgen etwas kürzer sind. Und ich denke mal, dass ich das nicht nochmal wiederholen muss. Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht. Wer immer noch nicht Bescheid weiß, der muss sich eben das Ende von Folge 16 nochmal reinziehen. Und dann wisst ihr auch, wieso, weshalb, warum es passieren kann, dass mal einige Folgen vielleicht ein bisschen kürzer sind. Naja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dann!